Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Nordfriesischer Marsch vierfach. Einen wunderschönen. Meine Damen und Herren, ihr habt es vielleicht gehört oder gesehen. Ich war krank. War leider krank, ich hatte Corona. Aber ist jetzt soweit alles wieder gut. So ein bisschen Schnuppen und so ein bisschen Husten habe ich noch, aber nichts, wo ich mich jetzt noch drüber aufregen könnte. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir mal außerplanmäßig so ein bisschen NF Marsch. Ja, es läuft kein Stream nebenbei. Also die Leute, die normal im Stream dabei sind, ihr verpasst gerade gar nichts. Aber ich habe mir gedacht, wir haben noch ein Monatsziel. Irgendwoher muss die Kohle kommen. Von dem her müssen wir jetzt mal ein bisschen reinklotzen. Und ich habe keine Ahnung, wann das Video kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht haue ich euch... Ich nehme das jetzt am... Was haben wir heute für einen Tag? Freitag. Ich nehme das jetzt am Freitag auf, um irgendwie kurz vor Mittag. Nur für euch als Information. Und ja. Ganz kurz, bevor wir anfangen. Zwei Sachen. Erstens, wenn wir es nicht mehr hören, frohe Weihnachten, meine Damen und Herren. Wirklich. Frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit. Macht ein bisschen ruhiger. Des Weiteren geht natürlich Galgenberg weiter. Ne? Ich werde gucken, wenn ich es heute noch schaffe. Sonst morgen werde ich uns noch ein paar Galgenberg-Videos aufnehmen. 1, 2, 3, 4, 12. Schauen wir mal. Und wie gesagt, also ich glaube, Challenge ist ja noch, hat doch ganz gut funktioniert. Das habe ich noch. Es war erster Tag Corona, war noch so, naja, geht. Danach wurde es leider immer schlimmer. Aber gut, sei es drum. Erledigt ist erledigt. Wir fangen an. So, NF Marsch. Was haben wir gemacht? Wir werden erstmal durchtappen. Ich habe jetzt einfach den Ingame-Radio angemacht. Ich hoffe, das ist okay für euch. Was ist hier passiert? Ah, hier waren wir dran, ne? Jo, weiter geht die wilde Fahrt. Ich tapp jetzt einfach mal komplett. Drescher? Was hast du denn? Ach, du hast Stroh eingefüllt, ne? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das Stroh ist voll. Fahren wir den mal an die Seite. Lenkrad ist angeschlossen. Ich nehme jetzt nur für die, ne? Damit ich die hier ein bisschen einfahren kann, nehme ich jetzt nur ganz kurz die Tastatur. Ja. Ja, jetzt muss ich kurz gucken, wo meine Lautstärke ist. Es hört sich ein bisschen laut an für mich, aber vielleicht bin ich einfach noch ein bisschen übersensibel. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Das war falsch, Werner. Da muss das Richtige gucken. Mal hier. Nee, Kamerageschwindigkeit können wir lassen. Das ist okay. 80. Machen wir das mal. Ja, naja, machen wir so. Komm. Machen wir so, haben wir kein Problem, ne? Ah, Leute. Ich hätte wirklich richtig Bock gehabt, am Dienstag zu streamen, aber es ging einfach nicht. Ne? Keine Chance. Gehustet und geröchelt und getan und gemacht. Das war nicht schön. Aber gut. Ist, wie es ist, geht andere nicht anders, sage ich immer, ne? So, wie ist denn dein Kurs, mein Freund? Du musst weitermachen. Ach so, hier, ja. Renn in die gute Stube. Hier geht's weiter. Der ist ja auch ein geiler Kurs, ne? Ach so, das Feld geht hier. Okay, hier liegt klar. So, weiter. Nächster Wegpunkt. Läuft. So, was haben wir noch im Repertoire? Was ist das gewesen? Ach so, das war die Göbel. Na, klar. Ach so, der hat hier angefangen. Lass mal noch das fertig mähen, würde ich sagen. Hexer steht hier. Der kann weitermachen, weil ich glaube, Silage haben wir noch ein bisschen Luft. Oh, wir brauchen dringend Heu. Ich glaube, wir sind aber schon... Sind nicht bei, aber wir wollten Heu machen. So ist richtig. Ja. Wasser, glaube ich, haben wir noch. Mehr als genug. Ja. Unser großes Feld. Da müssen wir natürlich auch weitermachen. Logischerweise. Ich habe schon mal draufgeklickt. Ich weiß nicht, ob das... Ja, hat genommen. Alles gut. So. Warte mal. Das müssen wir jetzt anders machen. Machen wir uns mal den Dingens, unseren starken Kollegen hier an. Müssen wir mal ganz kurz... Das Problem ist nämlich, wenn ich mich da jetzt reinsetze und wegfahre... Großzerstörung ist an, wisst ihr? Dann haben wir hier Malheur und das will ich nicht. Deswegen ziehen wir den mal ganz kurz in die Seite. Bleibt doch stehen, Mäuschen. Setzen uns aber tatsächlich wieder in den Drescher rein und machen dann unsere Rundtour weiter. Da ist nämlich Nummer 2. Na, komm, Mäuschen. Gib alles. Ist auch gleich voll, ne? Den werde ich einfach mal anmachen. Ich glaube, das wird funktionieren, das wird klappen. Kommst du hier vorne rein oder ist der Kollege da vorne im Weg? Kommen wir gleich zu. Du musst wahrscheinlich hier nochmal ein bisschen grubern wollen, ne? Habe ich so gehört. Was ist das für ein Feld? 46. Guck mal nach rechts oben. 46. Haben wir. Ach, der war tanken. So ist richtig. Der war tanken. Ja. Ich kann mich erinnern. Ganz schwach kann ich mich daran erinnern. Der war tanken.
Hier vorne haben wir auch schon die Kante. Das heißt, hier werden wir den gleich weiter einsetzen. So, das heißt, hier müssen wir rein. Dann können wir hier wieder weitermachen. Zack. Läuft. Gut geleckt. Aber geht. Du warst ein Abfahrer. Sehr schön. Dann muss natürlich auch weitergehen. Logischerweise. Da hinten steht noch einer, aber da wollen wir gleich zu kommen. Der Tieflader kann so stehen bleiben. Da ist der Nummer der Due. Hatte ich zwei oder mehr? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wie hat das mit dem Abfahrer geklappt? Der fährt wieder weg. Na geil, alles gut. Und du musst auch weitermachen. Jupp. Was hast du? Ach, du hast Stroh von A nach B gebracht, ne? Mach mal weiter. Der wird übrigens als Süßi bezeichnet in den Kommentaren. So ein richtig kleiner Knuffiger. Ist er eigentlich auch ein bisschen, ne? Muss man ja sagen. Ein bisschen ist das schon. So, was haben wir noch? Ah ja, sind wir wieder am Anfang. Gut. Das heißt, das Wichtigste haben wir gemacht. Was jetzt noch wichtig ist, wir gucken nochmal ganz kurze Sicherheit, weil ich mir nicht mal ganz sicher bin. Heu. Heu, Heu, Heu. Ich glaube, wir hatten kein Heu mehr. Heu 0. So, siehst du? Hatte ich recht. So, ich glaube aber, wir hatten bei den Heu-Pellets hat man viel, ne? Da lag einiges, glaube ich. Was ist denn hier los? Kein Mist mehr. Mein Freund, du hast eine neue Mission. Wir werden jetzt mal das Stroh, was du noch hast, werden wir mal in den Stall reinballern. Und dann wirst du mir mit Mist von A nach B fahren. Meine Pedale funktionieren nicht. Hilfe, Mutti! Warum das denn? Okay, muss ich gleich mal nachgucken nach der Aufnahme. Die Pedalerie will nicht. Lenkrad geht aber. Hä? Habe ich die falschen Pedale? Ich sage euch, momentan habe ich drei Pedalanlagen unter meinem Tisch. Schwierig. Aber wollte ich ja so. Mehr, alles gut. Haben wir hier eine seitliche Abkippung drin? Links, das ist ja herrlich. Fangst du schon mal an? Boah, da wird auch nicht mehr so viel reingehen, ne? Der fährt ja auch schon so ein bisschen ewig ran hier. Stroh, das ist natürlich die Frage. Das ist der alte. Das ist der neue. Oh, da geht noch einiges. Da kann er noch ein bisschen fahren. Sehr schön. Mistplatte haben wir hier bereits gesetzt, weil das auch nochmal in den Kommentaren aufkam. Fahr zu! Komm, dann gibt's die Schiebung her. Der muss auch mal wieder gewaschen und wir müssen den mal grundsanieren, glaube ich. Der ist ein bisschen, der hat ein bisschen gelitten in der letzten Zeit. Der wurde echt ein bisschen doll rangenommen. Moin! Macht ihr gleich jetzt Boom? Nee, oder? Ihr schafft das jetzt, weil? Sehr schön. Ich mag's, wenn ein Plan funktioniert, ne? Sag ich euch, wie es ist. Ach, du siehst es vor mir raus, ne? Ach, du bist auch ein böser Mensch. Du bist ein böser Mensch, ey. Ich sag dir, wie es ist. So, unsere Kühe. Die werden natürlich noch, weil viele geschrieben haben, da fehlt noch was. Da kommen noch ein paar Schattenbäume rein, logisch. Wie auf der anderen Weide auch. Aber das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Wichtig ist erstmal, dass die Hütte hier läuft. Unser Mähwerk ist fertig, sehe ich da vorne mit dem Valtra. Das heißt, wir könnten gleich mal jemanden losschicken, der uns das Ganze wendet. Wendet, wendet, wendet. So, hier fahren wir mal vorbei. Dann wird es wieder sauber. Wie sieht das aus mit dem Mist? Naja, viel haben wir nicht, aber ein bisschen ist drin. Lass uns mal gucken. Hülle ist auch wieder einiges da. Bring das mal ganz gut selber darüber. Ist denn das für beide Sachen? Ja, Mist, Mist. Deswegen ist es hier rot. Okay. Machen wir das und dann machen wir das nächste. Ja, wenn das aber viel ist tatsächlich, dann würde ich sagen, mach du das mal automatisch. Na, ich sag dir, wie es ist. Mist aufladen. Abladen machen wir bei der Düngerfabrik. Abladen. Und das Ganze machst du mit Mist. Also er wird nicht 10-mal fahren. Das brauchen wir uns nicht vormachen. Aber so ein paar Mal fahren wird nicht verkehrt sein, ne? Ja, komm, das machst du. Du bist fertig. Das ist gut. Könnten natürlich hier noch ein bisschen schön mähen, aber da haben wir keine Zeit für, leider. Deswegen, es muss auch ein bisschen effizient sein, das Ganze, habe ich mir gedacht. Aber, Werner, warte mal, warte mal. Du hast doch letztes Mal, oder schon ein bisschen länger her, haben wir doch jede Menge Missionen angenommen, ne? Die einerseits sind wir bei, guck mal, wir könnten doch zum Beispiel, nur als Beispiel, können wir doch auf die 60 klettern. Ab auf die 60, dann kann der hier schon mal mähen. Weil da darf ja noch nicht viel passiert sein. Lädst du ab? Jo, du lädst ab. Weil sonst hätten wir schon eine Missionsanzeige. So, das heißt, er kann los. Jetzt brauche ich etwas kleines Schnuffliges. Moment, bin gleich wieder da für euch.
So, Entschuldigung. Das heißt, ich brauche jetzt ach, da war eigentlich schon fast richtig, ne? Auch irgendwas Kleines, Süßes. Ich glaube, den MF nehmen wir. Damit wir hier so ein bisschen den Wender holen können. Beziehungsweise das Feld wenden können. Nennen wir das Kind beim Namen, das Feld wenden. Dann können wir es schwaden. Dann können wir einfach im Ladewagen ganz plump einfahren. Fertig. Fertig. So, rechts sehe ich auch in Cursory-Fenster keine Aktivität mehr. Das heißt, es ist nichts, was irgendwie entladen werden muss. Das heißt, Entladung läuft. Sehr schön. Das freut mich sehr. Und dann gehen wir hier mal rum. Und holen uns mal den Zedda. Weil das, glaube ich, hat er letztes Mal auch schon gemacht. Und das lief eigentlich ganz gut. Wie viel Mist haben wir denn ja nicht hier oben? Hier ist auch noch... Hier könnten wir auch Mist abholen, ne? Für die Düngerfabrik. Das heißt, merke, Werner, wenn wir mit dem... 62 ist abgeschlossen, das freut mich. Wenn wir mit den... Ja, immer rein damit. Wenn wir mit dem... Oh, lass mich nochmal... Lass mich vorbei! Oh. Wenn kein Mist mehr da wäre beim Kuhstall 1, könnten wir den Schweinestall nochmal entleeren. Entleeren. Wir müssen uns gleich um die 62 kümmern. Ich habe keine Ahnung, was da gerade jetzt fertig geworden ist. Könnten Rüben sein? Ich weiß es aber nicht ganz genau. Es ist einmal die Runde gefahren. Waltra? Habe ich die falsch angesetzt? Das tut mir leid. So, da haben wir bestimmt einen Cursus Maximus. Feld Nummer 10. Ungern. Ungern, ganz ungern. Nehmen wir doch einfach den hier. Das wird von der Umrandung her passt auf alle Fälle. So, da kommt die nächste Ladung. Silage. So, das passt. Das funktioniert. Okay. Dann, was waren die 62? 62. Ernten. Aber was sehe ich tatsächlich nicht mehr, ne? Du warst doch auf dem Weg dorthin, oder nicht? Du warst doch der Schlingel. Ja, ja, klar warst du der Schlingel. Warte mal. Waren das Zuckerrüben oder Kartoffeln? Das wäre jetzt nochmal interessant, weil wir hätten natürlich für das ein oder andere eine Verwendung, müssten Kartoffeln sein. Habe ich für Kartoffeln Verwendung? Ich glaube nicht. Weißt du was? Dann bringst du es einfach zum Hof. Ja? Hof, 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 Hof. Wo ist das? Boah, das richtige hier finden immer, ne? Weil ich sehe es, wenn ich mir die Folge im Nachhinein angucke, sehe ich immer, dass ich es einfach überblättert habe. Und, aber in dem Moment hier denke ich mir auch so oft, Alter, wo ist denn das richtige Ding jetzt dafür? So, das... ja, doch. Müsste passen, müsste... Oh, bist du... Ist es schon soweit? Ist es... Haben wir nichts mehr? Bist du fertig? Oh, ist kein Problem. 91, da kannst du aber auch tatsächlich abbüßen, ne? Sag ich dir, wie es ist. Habe ich denn bei den Schweinen... Schweine, Schweine, Schweinestall? Habe ich keinen Punkt zum Mist abholen. Den müssen wir es gleich nochmal machen. Lass mal den tatsächlich... Aber wie sieht es denn hier nicht mit dem Heu aus? Aber hier ist noch ein bisschen mehr drin, das Freund. Aber gut, wie gesagt, wir machen erstmal was. Wir müssen uns das Feld hier noch kümmern. Aber erstmal machen wir den Punkt am Schweinestall. Den Mistpunkt. Aus. Ja, lad ab. Ist kein Problem. Lad ab. Aber wir müssen da nochmal einen Kurs einfahren. So. Achso, die Batterie geht immer noch nicht. Ach, herrlich. So, müssen wir da irgendwas hinbringen? Ich glaube nicht. Wir müssen auch mal gucken, wie sieht es in der Raffinerie eigentlich aus mit dem Schweinefutter. Ob wir das vielleicht mal nach oben bringen müssten. Das sind so die wichtigen Fragen des Lebens, ne? Raffinerie, Raffinerie. Nicht zu schnell, Werner. Hier haben wir keine Milch mehr. Wobei, an dem Problem arbeiten wir intensiv. 60.000 Liter Schweinefutter, ne? Ja. Könnte man mal bei Gelegenheit holen. Ist jetzt kein Druck, aber bei Gelegenheit könnte man sich das mal angucken. Wir lassen uns aber gleich jetzt mal den Dingen dran zeigen. Hier liegt wieder ein bisschen Ware. So. Feld 60 müssen wir uns kurz merken. Guck mal, da haben wir doch eigentlich schon die perfekte Ausgangssituation gemacht dafür. Dann werden wir hier einfach den hier machen.
Geht das eh okay. Das heißt, ja. Schweinestall Mist abholen. Ich könnte das natürlich jetzt gleich mit dem Gülle-Dingens. Ah, Gülle ist da vorne. Quatsch, mit Susanne brauchst du nicht. Mit der Gülle machen wir das nicht. Weil die Gülle wird hier vorne entladen, glaube ich. Oder beziehungsweise abgeholt. Das heißt, weil sonst hätte ich gleich hier den rüber gezogen, aber brauchen wir gar nicht. Siehst du? Brauchen wir gar nicht. Dann reihen wir uns hier vorne wieder ein. Reicht mir schon, danke. Den werden wir mal ganz fix mit dem hier verbinden. Und dann werden wir den hier mit dem hier verbinden. So, von dem her müsste das funktionieren. Was wir jetzt natürlich gleich noch machen werden, ist, wir werden den Bus hier runterbringen zum Schweinestall. Und werden dann unten Schweinestall Mist abholen. So. Dann müsste das doch eigentlich funktionieren. Wie viel haben wir denn noch hier? 72.000, das heißt, er fährt noch zweimal. Also einmal plus nicht ganz voll. Das ist okay. Das ist okay. Feld 60, wollte ich nochmal kurz gucken. Da ist er. Die 60 haben wir. Reitablage, weil Heu. Reitablage, weil Heu. Jo, ist richtig. Das heißt, hier fahren wir mal ein bisschen ran, dass wir so ein bisschen im Feld drin sind. So, haben wir hier schon vielleicht einen Kurs gemacht? Das ist immer so die goldene Frage, die ich mir stelle. Feld 60, guck mal hier. Schwaden, okay, das heißt, wir haben keinen Mähkurs. Wobei der Schwad könnte... Ach komm, vergiss es, wir machen einfach 9. Dreimal Vorgewende, ne? Wobei die 60 ist eigentlich ein schön rechteckiges Feld, also, ne? Dann werden wir uns den mal speichern. Hier rein. Kurs speichern. Kursname. Mähen. So. Da bin ich ja komplett schmerzbefreit, ne? Guck mal, wir waren gar nicht so falsch. Los geht die Luzi. Wird blockiert. Das höre ich gerne. Ach, Männer. Mach doch nicht den jetzt hier. Komm mal ein Stückchen mit. Gut, meine Damen und Herren, ich sehe, aber wir sind tatsächlich schon fertig. Ist fertig? Ne, wir sind einfach nur fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, sorry nochmal, dass jetzt ein paar Tage nichts kam, aber wenn du krank bist, bist du krank, ne? Dann machst du gar nichts. Das ist einfach so. Wir sehen uns gerne morgen wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Pünktlich natürlich um 5 Uhr morgens. Das ist nur, ne? Besondere Ereignisse. Wie sagt man? Besondere Ereignisse? Weiß ich nicht. Ist nicht so schlimm. Meine Damen und Herren, wir sehen uns... Sag mal, du bist aber auch hier. Du hast Boxiglinde, ne? Kann doch nie wahr sein. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann.